Wir haben derzeit eine hochinteressante Gemengelage an den Märkten. Einerseits aus Geopolitik, Iran, Israel. Das bringt heute den Goldpreis unter Druck. Auf der anderen Seite dieser Abverkauf in China, weil eben Peking keine weiteren Stimulusmaßnahmen bei dieser Pressekonferenz angekündigt hat, womit die Märkte gerechnet hatten. Also Hang Seng massiv unter Druck. Andererseits die Amis sagen sich, ja, dann treiben wir mal wieder die KI-Euphorie-Sau durchs Dorf, denn Nvidia hat ja ganz, ganz tolle Nachfrage, also kauft man Nvidia, während in den letzten Tagen Microsoft etwas schwach war. Microsoft, das ja investiert ist in OpenAI, also in jenes Unternehmen, das die einzig wirklich weltweit relevante KI-Anwendung bisher auf den Markt gebracht hat. Und Microsoft wird abgestraft, weil man sagt, naja, OpenAI macht mit dieser KI-Anwendung eben Milliardenverluste, aber Nvidia, das letztendlich die Schaufeln verkauft, die sind natürlich bombig, die werden ewig ihre Chips verkaufen, und dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn eben die Goldsucher kein Gold finden, das ist eigentlich logisch, interessiert die Wall Street aber erstmal nicht. Schauen wir uns die Gemengelage an, startend eben mit dem, was in China passiert ist, respektive Hongkong, hier der Hang Seng, 9,5%, klar, wir hatten vorher eine sehr saftige Rallye. Aber jetzt eben auch den saftigen Abverkauf, weil nichts weiterer Stimulus. Das war natürlich sehr ungeschickt von Peking, da nochmal eine Pressekonferenz anzusetzen. So wie letztes Mal, als auf dieser Pressekonferenz ja so viele Stimulusmaßnahmen verkündet wurden. Aber wenn du die Märkte eben letztendlich an die Droge gewöhnst, dann wollen sie noch mehr Droge haben. Wenn du dann sagst, das war ja schon der Drogenverkauf, den ich euch hier habe zukommen lassen, dann hat man schlechte Laune. So war das eben jetzt gewesen, und wir sehen, das war der größte Abverkauf seit der Lehman-Pleite. Und man hat wirklich seitens der Journalisten etwa von CCTV probiert, ja, gibt es da noch irgendwas, was sie vielleicht jetzt ankündigen wollen? Und die Herrschaften, die gucken sich an, nö, wir wollten eigentlich nur sprechen so über die Implementierung dieser Maßnahmen etc. Das hat dazu geführt, dass dann zum Beispiel der Hang Seng Tech Index 13% niedriger geschlossen hat. Und das ist eben jetzt die Krux, wenn du die Büchse der Pandora öffnest, also die Märkte heiß machst mit Stimulus, dann musst du immer mehr liefern, weil sonst sagen die drogenabhängigen Märkte, reicht aber nicht, wir wollen mehr. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Märkte reagieren heute Nacht in Asien, ob der Hang Seng sich erholen kann oder ob eben, wenn jetzt nichts kommt aus Peking, dieser Abverkauf dann weitergeht. Und einer der Punkte, der auch interessant ist, Bloomberg hatte ja diese Meldung gebracht, nämlich dass die Banken oder institutionelle Player in China sich bei der Notenbank Geld leihen können, um Aktien zu kaufen. Das hat sich jetzt als offenkundig nicht richtig rausgestellt, also dieser Bloomberg-Bericht. Und das war auch ein Treiber, ein Motor für diese Enttäuschung, warum es in China nach unten ging. Aber wenn China nicht mehr Stimulus gibt, dann geht es auch für Rohstoffe nach unten. Wir sehen heute praktisch keinen einzigen Rohstoff, der in irgendeiner Form im Plus ist. Wir sehen Kupfer, Platin, Palladium, Silber, Zink, was auch immer hier nicht auf den Baum kommt. Kupfer vor allem, das hat richtige Probleme, ist also deutlich unter Druck. Das liegt eben an dieser Stimulusgeschichte und erklärt, warum wir einerseits jetzt sehen, dass Commodities wie Öl unter Druck sind, das heute deutlich verliert. Auf der anderen Seite aber die Bonds, also die US-Staatsanleihen, nicht verlieren, sondern die Renditen tendenziell weiter über die 4% der Marke gestiegen sind. Aber dann heute Nachmittag, heute frühen Abend, ein Bericht, wonach Israel Abstand nehmen werde von der Attacke auf iranische Nuklearanlagen. Und die Frage ist, stimmt das? Es hatte jedenfalls Konsequenzen an den Märkten, denn die Israelis sind ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie nicht etwa tricky wären. Wir erinnern uns, Netanyahu war in New York bei der UN, als eben hier diese ganze Geschichte mit den Pagern und so weiter gelaufen ist. Also, und er hat, als dann auch die Geschichte vor allem gelaufen ist mit Nasrallah, der Tötung von Nasrallah, Netanyahu hat wörtlich gesagt, ich habe das extra gemacht, auch mit als Ablenkungsmanöver, dass sich Nasrallah sicher fühlt. Also das ist schon jetzt die Frage, wie weit wird die ganze Geschichte wirklich gehen, dieser erwartete Gegenschlag, wann kommt er, wie stark wird er sein? Hier hat mal jemand sich die
Mühe gemacht, die ganzen potenziellen Ziele hier mal zu skizzieren. Intelligence Center, Air Defense, Drone Sites, militärische Kommandoposten, dann eben das Öl-Terminal auf den Kirk Island, Gasoline Refineries, also praktisch Raffinerien, die das Öl dann letztendlich bearbeiten oder verarbeiten, genauer gesagt, oder eben auch Uranium stellen, sodass man sozusagen den Rohstoff für ein mögliches Atomprogramm des Iran wird ausschalten können oder minimieren können. Wir sehen ja jetzt auf dem Weg den israelischen Verteidigungsminister in die USA, und auch das wieder so eine Geschichte, dass viele natürlich sagen, ja gut, wenn der Verteidigungsminister Israels dann jetzt mit den Amerikanern spricht, dann wird er nicht an dem Tag, wo er jetzt in die USA fliegt oder während er in den USA ist, diese Angriffe erfolgen. Aber wie gesagt, Netanyahu hat explizit sozusagen dieses Täuschungsmanöver ja ins Spiel gebracht, und die Stimmung zwischen der beiden Administrationen und Netanyahu ist offenkundig ein bisschen angespannt. Der bekannte Journalist Bob Woodward hat hier wieder einiges geleakt. Die beiden Administrationen sagt, ja, stimmt ja alles nicht, aber man kann sich schon vorstellen, dass die Chemie zwischen Netanyahu und Biden nicht die allerbeste ist. Er ist ein verdammter Lügner, soll Biden über Netanyahu gesagt haben, und Israel entwickelt sich immer mehr zum Paria-Staat. Also da bin ich mal gespannt, was da rauskommt bei dem Besuch des Verteidigungsministers. So oder so, wir sehen, dass Gold sehr stark unter Druck gekommen ist, dass ja zuletzt immer wieder und weiter gestiegen ist, trotz der minimierten Aussicht auf sinkende Zinsen. Aber jetzt sieht man eben, Gold ist eben ein sicherer Hafen, ein sicherer Hafen-Asset. Und wenn jetzt so ein Bericht kommt, wonach Israel nicht Nuklearanlagen des Iran attackieren würde, dann sehen wir, dann geht es nach unten. Wir sind da mal doch sportliche Dollares gefallen von 2652, knapp 50 Dollar mal nach unten gegangen, weil man eben jetzt sagt, ja, das wird ja vielleicht doch nicht so schlimm, und es hat beide Assets erwischt, sowohl Gold als auch das schwarze Gold, und das gelbe Metall ist ja super gelaufen in letzter Zeit, während eben Öl ja eher schwach war seit Jahresbeginn. Beide heute unter Druck. Bleibt das so? Das ist die große Frage. Während andererseits eben nach wie vor die Renditen steigen, also Kapitalmarktzinsen steigen, damit Geld teurer wird. Auf der anderen Seite der Dollar stark bleibt. Also das passt dann irgendwie nicht zusammen, und das ignorieren die US-Aktienmärkte bisher. Also die steigenden Kapitalmarktzinsen, jetzt kann man sagen, naja, diese steigenden Kapitalmarktzinsen sind doch ein Anzeichen dafür, dass es der Wirtschaft in den USA gut geht. Oder sind sie ein Misstrauensvotum gegen die extreme Schuldenorgie, die unter wem auch immer, unter Harris oder Trump, eben weitergehen wird? Die Bewertung der Aktienmärkte jetzt bei knapp 200% laut des Warren Buffett Indicators, und die Märkte riechen eben die Reflation, riechen also den Wiederanstieg der Inflation. Hier sehen wir, dass die Inflationserwartungen seit dem letzten Fed-Meeting sehr, sehr deutlich gestiegen sind, deutlicher noch gestiegen sind als eben die Anleiherenditen. Die Anleiherenditen folgen also der Erwartung, dass die Inflation wieder ansteigt. Und Sven Henrik zeigt hier mal, dass wir möglicherweise hier eine bullische Formation bei den Anleiherenditen sehen. Und das könnte bedeuten, dass wir weit über die 4,2-4,3% bei der 10-jährigen Anleiherendite nach oben gehen könnten, wenn sich das bestätigt, ist aber nach wie vor nicht confirmed. Aber eins ist klar, trotz der sinkenden Leitzinsen sind die Kapitalmarktzinsen gestiegen, und eins sollte man sich ja auch zu Gemüte führen, die Amerikaner haben ein Defizit zum BIP von gut 6%. Wenn jetzt dieses Defizit nicht wäre, das ja permanent auch die Wirtschaft stimuliert, dann hätten wir vielleicht kein Plus bei der Wirtschaft, sondern ein Minus. Also das ist natürlich alles eine Pumpwirtschaft, und die Fed hält die Füße still und tut so, als wäre nichts. Deswegen so Aussagen heute von Williams. Ich möchte, dass die Wirtschaft nicht schwächer wird. Ich möchte, dass das alles schön stark bleibt. Also man kann nicht sagen, dass die Fed mit Trump ganz dicke wäre. Der hätte natürlich Interesse daran, dass die Fed jetzt nicht nochmal weitere Zinssenkungen ankündigt. Also die Fed, die ist so ganz stark auf Wirtschaft jetzt fokussiert. Man hat sich ja so Sorgen gemacht um den Arbeitsmarkt. Jetzt hat sich dann in diesen wunderbar schönen Zahlen aus dem US-Arbeitsmarktbericht gezeigt, dass diese Sorge vielleicht nicht
berechtigt war, je nachdem, wie stark diese Daten eben ernst zu nehmen sind oder eben nicht ernst zu nehmen sind. So oder so, Mohammed Al-Erian bringt es auf den Punkt. Diese Kommunikation der Fed, die macht die Märkte wuschig, die werden volatiler dadurch, das haben wir ja zuletzt gesehen. Und die Fed betreibt hintenrum aber schon Quantitative Tightening, das heißt, die Bankreserven werden reduziert und normalerweise entzieht das den Märkten Liquidität. Aber die Aktienmärkte sagen sich, wir haben doch hier noch, ist doch alles gut. Und interessant auch, nicht nur, dass die Kapitalmarktzinsen steigen oder weil die Kapitalmarktzinsen steigen, steigen auch weiter die Kreditkartenzinsen, die die Amerikaner blechen müssen, trotz der Leitzinssenkung durch die Fed. Also wir sehen, da ist null Effekt. Wenn man ein Sparguthaben hat, dann wird das jetzt weniger verzinst, aber wenn man in den Miesen ist mit der Kreditkarte, dann erleben wir, wie jetzt im August, den höchsten Stand dieser Kreditkartenraten. Abschließend, meine Damen und Herren, hier im ersten Teil dieses Videos, im zweiten will ich auf hochinteressante Dinge eingehen, was die Wall Street betrifft, aber hier erster Teil nochmal ein Bericht, den Sie nirgendwo anders lesen werden, kann ich Ihnen versprechen. Russland macht mit Tauschgeschäften mobil, die Sanktionen zwingen Russland jetzt sozusagen zu einer sehr archaischen Form des Handels zurück, nämlich zum Tauschhandel. Hochinteressanter Artikel als erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, eben jetzt der zweite Teil des Videos, wo wir uns die Wall Street mal genauer anschauen. Da ist Interessantes zu sehen und zu berichten. Beide Links zu dem Artikel wie auch zum zweiten Teil des Videos unter dem Video. Bis gleich.